Detective Sebastian Castellanos hat im 15. Kapitel von The Evil Within die erste Kampfarena überstanden. Es sieht mich jemand und ich höre auch leichtes Zombie-Gegrunze. Sehe aber gar niemanden. Seht ihr jemanden? Das ist die Beacon Nervenklinik. Ich schleich einfach mal los. Was war das? Jetzt werde ich gesehen. Wieso? Wieso werde ich jetzt gesehen? Wer sieht mich denn? Hä? Hier ist keiner. Hier sieht mich keiner. Sind das unsichtbare Zombies, die aus dem Kapitel... Ach, irgendwas? Na, das wäre fies, aber die sind lange nicht gekommen. Das könnte sein. Aber die würden doch zu mir herlaufen. Die würden doch zu mir hochklettern. Die würden mir doch die Fresse polieren. Keiner da. Okay, ich... Auch wenn ich jetzt drauf gehe, ich muss erstmal gucken, wo überhaupt die Gegner sind. Und was das für Gegner sind. Ich sehe nichts. Was? Was ist denn das? Hier schießt doch einer. Ach, da oben. Ah, okay. Zurück, 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 zurück. Zurück, zurück. Oh, scheiße. Ja, da oben. Okay, das ist total ätzend. Jetzt will ich das nochmal machen. Jetzt weiß ich, wo die Gegner sind. Ich kann was dagegen tun. Und das hat jetzt leider zu viele Lebenspunkte gekostet. Lass dich mal erschießen. Kommt schon. Hallo. Ja, du da. Komm, schieß. Schieß. Danke. Mann, da hat er ewig nicht geschossen. Okay, ich habe verstanden, das sind so Clowns in so einem Kasten da oben drin. Links und wahrscheinlich genauso gut auch rechts. Ja, da ist so eine Eisenplatte. Und ich werde jetzt so. Da sind die Gegner. Auf beiden Seiten. Zurück, 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 zurück. Achtung. Ach, ich glaube, der kann seine... Oh, ja, genau. Erster Treffer. Nochmal, komm. Oh nein, ich habe doch nur noch 6 Schuss, Sebastian. Ich bin ja selber dran schuld. Weg. So. Da ist auch einer. Da. Ah, ich hätte das Sniper-Gewehr. Na komm, steh auf. Steh auf. Da, komm. 2 sind weg, aber es sind noch 2 andere und ich glaube, die gucken nicht hoch. Ich habe noch 3 Patronen. Habe ich hier irgendwo... Habe ich hier irgendwo Sniper-Gewehrschüsse rumliegen? Weil mit 3 Patronen wird das nichts werden. Ich habe ja... Da. Da sind welche, ja. Sehr gut. Ob ich einfach eine Handgranate dahinter schmeiße? 2 Stück, das müsste reichen, wenn die denn mal hochkommen. Hier ist ein Harpunenbolzen, kann ich nicht aufnehmen. Zurück. Oh, scheiße. So, ich muss jetzt nach vorn. Das Problem ist, dass ich dann wieder völlig die Orientierung verliere, wenn ich durch dieses Fernglas schaue. Hm. Warte mal. Was ist denn, wenn ich jetzt hier so einen... Wirkt der... Probier's mal aus. Er wirkt dort nicht. Aber das ist eine gute Orientierung. Da, wo es britzelt, da oben drüber, da ist der Typ. Das war ein Treffer, oder? Also kritischer Treffer. Hoch. Ja, ihr könnt lachen, aber dieser Elektrobolz hat mir gerade so ein bisschen geholfen. Einfach nur, dass ich die Orientierung nicht verliere, wenn Sebastian durchs Fernglas schaut. Deswegen mache ich das da nochmal genauso. Ich glaube, da. Das da ist sein Kopf da. Genau. Sehr gut. Da ist er. Und jetzt runter. Langsam. Komm hoch, komm.
Ah, der hat nicht gesessen. Nochmal, nochmal. Ja, 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 ja. August zu. Sehr gut. Und es kommt eine seltsame Melodie. Naja, ist eher ein Geräusch. Ich glaube, das war's hier schon. Es ist jetzt genauso still wie in der anderen Arena. Ich glaube, ich kann mich jetzt hier ungestört umschauen. Aber leider scheint hier nicht so viel zu liegen. Hier oben ist gar nichts. Da ist noch meine Fackel. Hier war was, das habe ich schon eingesammelt. Ja, hier ist ein Harpunenbolzen, der nutzt mir gar nichts. Da ist noch einer, toll. Mit denen hätte ich da gar nichts machen können, mit den Harpunenbolzen. Ist hier oben was? Das sind meine Blitzbolzen auf alle Fälle. Kann ich die einsammeln? Ne, also von hier aus zumindest nicht. Sieht jemand irgendwas? Ich sehe nichts. Nee. Dann schaue ich mal nach. Spritze, jawohl. Drei habe ich, eine kann dazu. Ich würde mir nochmal meine Fackel holen. Weil, wenn ich nochmal in den Nahkampf muss, dann hilft die mir vielleicht. Ja, die nehme ich mit. Da oben ist nämlich die nächste Tür. Da muss ich bestimmt durch. Hier sind die Clowns. Ach, der hat eine Spritze dabei. Guck. Und der hier? Der hat auch irgendwas dabei. Dreimal Sniper-Gewehrpatronen. Das ist gut. Und hier den Bolzen. Kann ich den aufnehmen? Sebastian, es müsste gehen. Ja, Moment. Stopp, zurück. Ach, Sebastian. Ja, hier, komm, komm. Jawohl. Ich bekomme meine Bolzen zurück. Sehr gut. So, hier. 6 Pistolenschüsse. Der andere ist so schon weg. Hat aber auch was liegen gelassen. 3 Schrotgewehrmunition. Und hier jetzt seitlich. Oh, Mist. Ach, das ist ätzend, dass man hier so davor steht und dann im richtigen Winkel sein muss. Da habe ich meine Bolzen wieder. Das hätte ich schon früher mal im Spiel machen können, wenn ich immer so die Orientierung verloren habe, dass ich mir einfach so ein... Ach, Glubschi. Dass ich mir einfach so einen Bolzen irgendwo hinschieße. Der brummt und leuchtet. Und ansonsten sieht es ja genauso aus wie die andere Arena. Hier oben ist auch links und rechts nichts mehr, richtig? Ja, sieht so aus. Ja, die Tür ist offen, jede Wette. Und sie führt mich zum nächsten Kontrollpunkt. Was ist das hier? Also das hier ist keine Kampfarena, das ist ein ekelhafter Gang. Ich laufe über Därme oder Gehirnwindungen. Und hier liegt auch nichts. Was ist das? Hä? Was ist das da unten? Da hinten ist was Rotes, das ist doch bestimmt wieder... So ein feindlicher Bolzen. Oder eine Falle. Was ja letztlich das gleiche ist, richtig? Moment mal, ich schieß mal drauf. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Ruhiges Händchen. Oh, das ist weit, das ist weit. Das werde ich wohl nicht treffen. Doch! Okay, das war eine Falle oder ein Bolzen, habe ich jetzt gar nicht geschaut. Aber ist auch egal. So, ich lade mal gerade hier alles durch. 5 in die Wumme. Hier habe ich, ja, alles Mögliche. Ich hau hier mal auch 2 Elektrobolzen hin. Für den Fall, dass ich da runterspringe und mir irgendjemand gleich attackiert, dann kann ich da dran vorbeilaufen und gewinne vielleicht eine Sekunde Zeit. Das hätte ich auch bei Ralf schon machen können, aber ja, da denkt man nicht dran. Hier habe ich durchgeladen. Jawohl, hier ist die Fackel. Ach, nein. Sebastian, ich wollte doch die Fackel aufheben. Das ist so ätzend. Hier. Und jetzt runter. Komm, komm, komm. Runter. Es bringt uns nichts, hier oben zu bleiben. Das sieht auch aus wie eine Kampfarena. 3 Fallenteile. Aber hier ist gar kein Gegner. Warum nicht?
Hoch. Hier ist ein Hebel. Aber den ziehe ich erstmal nicht. Ich will mich erstmal hier umschauen. Hier liegt eine Spritze im Waschbecken. Danke. Hier ist auch irgendwas. Da liegt Munition dahinter. Und ich kann sogar durchgreifen. Das ist schön. Ah, Staubsauger. Nee. 5 Pistolenschüsse. Ob die Staubsauger noch aktiv werden oder ob die hier Kulisse sind. Vermutlich werden sie aktiv, weil das wäre ja sonst irgendwie langweilig. Ja, es war ein bisschen wenig, oder? An Ressourcen. Und eigentlich bin ich doch jetzt überall mal lang gelaufen. Hab zu meiner Überraschung noch gar niemanden aufgescheucht. Na komm, hier. Nächster Raum. Wenn das jetzt hinter mir zugeht, was dann? Dann komme ich nicht zurück zu meinen Blitzbolzen. Dann waren die praktisch völlig für die Füße. Aus diesem Grunde nehme ich mal... Oder? Ja, ich bin unsicher. Soll ich die einpacken oder soll ich hier jetzt darauf vertrauen, dass ich hier wieder reinlaufen kann in Panik? Na komm. Eine nehme ich mit. Einen lasse ich, da kann ich jemand drüber ziehen. Und ansonsten nutze ich den anderen vielleicht im anderen Raum, weil hier ist jetzt wirklich gar nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Geh mal durch. Oh, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Gibt es hier eine Flasche? Vermutlich nicht, denn deswegen... Bumm. Falle. Nee, Fackel. Boah. Hier kann ich wieder aufmachen mit dem Hebel, oder was? 5 Schuss. Da hinten liegt noch was. Hier geht es um die Ecke. Das sind 3 Sniper-Schüsse. Bevor ich um die Ecke laufe, gehe ich erstmal da hinten hin. Da liegt doch bestimmt auch irgendwas. Oder? Da unten liegen Fallenteile. Die möchte ich sehr gerne haben. Och, da hinten liegen Safes. Oh, Mist. Wächter. Hier gibt es Wächter. Wenn ich da runterspringe, werden die bestimmt aktiv. Nee. Dann doch erstmal hier lang. Ah, hier. Ein Fallenteil. Und 3-mal Schrotgewehr. Jetzt bin ich hier hinten, wo ich durch die Gitterstäbe gegriffen habe, aber die Gitterstäbe sind weg. Also habe ich hier eine zweite Verbindung zwischen diesen beiden Räumen. Aber warum? Die Anordnung dieser Kampfarena gibt mir ein bisschen Rätsel auf. Fallenteile. 18, 19. Ja. Ach, jetzt. Jetzt kommen sie. Oh je, oh je, oh je. Vorsicht. Okay, die Spitzen werden aktiv. Gehen die hoch und runter oder... Ja, gehen sie. Hier. 3-mal Schrotgewehr. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ach, das sind 2 auf einmal. Ich dachte, das ist einer, der sich dann nochmal erhebt. Das ist doof. Doof, 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 doof. Komm, 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 komm. Oh, 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 oh. Los, hoch. Und? Ah, die bleiben stehen. Nein! Das ist doch alles nicht zu glauben, oder? Lauf, Sebastian. Lauf, 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 lauf. Jawohl. Weg, weg, weg. Nochmal. Weg, 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 weg. Oh, was ist? Ich krieg's nicht hin. Steh auf. Ich lock euch hier lang, weil ich hier... Also hier könnt ihr nur einen Weg gehen. Und hier sind keine Fallen und überhaupt. Schnell, 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 schnell. Der ist zu nah. Ah, die Staubsauger. Die Staubsauger sind aktiv. Toll. Wo sind der zweite? Keine Ahnung. Es waren noch 2.
Da ist nur noch einer. Verstehe ich nicht. Weg, weg, weg! Oh, ist der resistent! Oh, wow, 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 wow. So, komm hier. Du musst doch schon angezählt sein. Du hast 3 Explosivbolzen? Oh, was ist denn das für ein Tier? Jetzt ist er tot. Wenn die Spinntür aufgeht, ist er tot. Die Safe-Tür. Komm hier. Fallenteile. Ich habe noch ein Auge auf dem Bildschirm. Ich sehe das, aber ich weiß nicht, wo der Gegner ist. Ist mir auch egal. Hier gibt es ein Fallenteil. Und da... Ist es hier Blut entstanden? Lad mal durch. Hier ist das Gel von dem ersten. 8000, das ist viel. So viel gab es für Laura. Das sind keine normalen Wächter. Normale Wächter haben 3 Schrotgewehrpatronen gebraucht und 2 Explosivbolzen. Und die hier brauchen das Dreifache, so ungefähr. Ah, hier, komm. Ist der zweite Wächter doch noch da oder muss ich die Staubsauger auch noch, also, platt machen? Aber das sah gerade so aus, als wäre im Nachbarraum jetzt auch Blut in dem Becken. Dann sehe ich doch die Staubsauger gar nicht. Spritze. Der ist nicht mehr da, der zweite. Wo ist denn der zweite? Ich muss doch irgendwo seine Gelpfütze finden, wenn er irgendwo tot wäre. Oder? Da hinten. Okay. Ich habe den irgendwie vollständig abgehängt. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Aber es hat mir geholfen. Es ist noch ein Wächter. Ich habe 19 Schrotschüsse. Ich habe auch noch Explosivbolzen. Das wird gehen. Es muss gehen. Der muss hier vorne... Hier vorne rechts, oder? Oh! Schweinehund! Ich warte auf dich und dann kommst du durch den Geheimgang. Oh, der ist nicht zu bremsen. Oh, weg. Rein ins Blut, komm. Boah, der hat 10 Schrotschüsse gebraucht. Tür, okay, das ist jetzt hier das Ende der Kampfarena. Der hat 10 Schrotschüsse gebraucht und meine Schrotflinte ist maximiert. 8000. Die macht 200% Schaden und hat eine 50%ige Crit-Chance. Wenn man den Kopf trifft, den man natürlich bei Wächtern nicht treffen kann. Weil er in einem Safe ist. So, hier ist Ruhe, richtig? Die Staubsauger sind auch außer Betrieb. Das ist tröstlich in gewisser Weise. Hast du hier noch irgendwo Fallen hingepackt, als ich dich verloren hatte? Lieber Wächter, es wäre mir gerade gar nicht so unlieb. Kann man es eigentlich irgendwie veranlassen, dass diese Wächter Fallen legen? Muss man irgendwas Besonderes tun, damit sie dann Fallen hinpacken? Weil wenn ja, dann hätte ich hier, als ich den zweiten Wächter nur noch hatte, den zweiten Wächter hier durch die Gegend ziehen können, so halb angeschossen und hätte hier Fallen legen lassen können von ihm. Das hätte mir jetzt sehr geholfen. Dann hätte ich jetzt hier 10 Fallenteile gehabt oder so ähnlich. Und so habe ich nur 23, was natürlich auch nicht wenig ist. Aber 33 sind besser als 23. Das sieht nicht aus wie eine Kampfarena. Das sieht aus wie das Innere eines Gehirns. Ruvik. Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Das ist Ruviks Auge. Kontrollpunkt. Also nein, es ist kein Gehirn. Ein Gehirn sieht nicht aus wie Würmer und Maden. Und ich muss offensichtlich da hinten hinrennen. Hier ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber mache ich halt mal. Ich soll mich vor dem Auge in Acht nehmen.
Wie auch immer ich das tun soll. Hier sind gar keine Gegner. Was? Ach, ich darf nicht in das Licht treten, oder was? Ist das das Rätsels Lösung? Diese Scheinwerfer hier, die so durch die Gegend strahlen. Da darf ich offenbar nicht reintreten, oder? Ja, genau. Da war einer. Der war nicht so gut zu sehen. Also immer wenn ich in einen Scheinwerfer trete, dann werde ich zurückversetzt. Verliere ich dabei auch Gesundheit? Ich habe jetzt nicht drauf aufgepasst. Aber egal, ich möchte mich nicht nochmal von einem packen lassen. Und nee, hier kann ich auch nicht das alles umgehen. Da ist nämlich so eine Engstelle, das ist doof. Jetzt muss ich hier warten, bis der hier weg ist. Und da drin patrouilliert auch ein Scheinwerfer. Hier rein, in die Ecke. Dafür ist sie da. Jetzt muss ich warten, bis der vorbei ist. Und dann kann ich... Ah, scheiße. Das ist ein zweiter. Okay, jetzt. Die treffen sich ja fast, das ist gefährlich. Und ich muss wahrscheinlich ihm hinterher, weil ich ihn hier nicht überholen kann. Also muss ich das hier machen. Ruvik, die Architektur deines Irrgartens, weist Mängel auf. Kontrollpunkt, aha. Hier ist ein Hebel. Was soll der mir sagen? Hier rechts kann ich vorbei. Und was macht dieser Hebel? Keine Ahnung. Zieh mal. Ich bin mutig. Aha. Der macht mir hier den Weg frei, aber was soll mir das bringen? Hier patrouillieren solche komischen Lichter. Ach, ist es da drüben zu? Ach so. Oh, war ja, okay. Ja, also ich muss einfach nur darüber, weil hier links auf meiner Seite geht's nicht. Jetzt, komm, komm. Jawohl. Oh, Scheiße. Ruvik, du Drecksack. So, hier sind so Drahtfußschlingenfallen, die kann ich entschärfen. Ah, ich habe es gesehen. Okay, verstehe. Ich habe ganz wenig Zeit, die zu entschärfen. Komm hier. Nein, ja, doch. Rüber. Die Falle ist jetzt weg. So, hier läuft so ein Scheinwerfer im Kreis. Ich muss anfangen, die Falle zu entschärfen, wenn er gerade von der Falle weg ist. Jetzt. Komm, mach. Sebastian. Aber es geht. So. Ich warte es nochmal ab und dann probiere ich es nochmal. Was ist das hier eigentlich? Hier drin sind auch Fallen. Was soll mir das sagen und bringen? Da komme ich doch gar nicht rein. Und da oben ist so ein Häcksler. Was verstehe ich nicht. Also ich kann hier vorbei und ich kann mir hier Fallenteile besorgen. Also jetzt hier kommen. Mach. Jetzt am besten auf die andere Seite, oder? Nee, ich kann von hier aus. Da kann ich die dritte Falle auch noch entschärfen. Das ist jetzt zwar vielleicht gar nicht notwendig. Mach hin, Sebastian, mach hin! Aber der Powergamer in mir sagt, ich brauche die Fallenteile. Das sind immerhin 6 Stück. Das heißt, es sind 2 Explosivbolzen. So, jetzt hier. Jetzt könnte ich schon durchlaufen, aber das mache ich nicht. Ich will die Fallenteile haben. Komm, hier. Schnell. Oh, das ist immer so knapp, meine Nerven. Jetzt vielleicht erstmal den da. Jetzt, komm. Was?
Oh, scheiße. Da stand da, ich soll halten und dann passiert nichts. Man muss dann doch näher ran. Das ist ätzend. Hier, komm, jetzt. Oh, das ist scheiße. Es geht nicht. Jetzt, weg. Und jetzt wieder hin, komm. Die letzte geht auch noch, jawohl. Sieht gut aus. Ja. Boah, dafür jetzt aber auch eine Steam-Errungenschaft geben können, oder? Jetzt kann ich hier weiter, weil hier durch die Mitte zu gehen ist ja Quatsch. Und dann war es das doch, oder? Hier hinten ist doch Ruhe. Ruhig und Ruhe. Da ist auch kein Gegner. Kontrollpunkt. Ah. Ja, was jetzt? Wie tot. Ach, ich hätte nicht steuern sollen. Ach, Sebastian, sag doch mal was. Da war so eine Szene zwischendurch, da konnte ich ihn nicht steuern und dann kann ich ihn plötzlich wieder doch steuern. Das ist ja ätzend. Also hier. Ich kann ihn nicht steuern. 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 Jetzt kann ich ihn steuern. Mann. Was? Hör, beeil dich doch mal. Oh, Sebastian. Mensch. Diese scheiß Blutpfützen, diese waren so tief. Tiefer als es aussah. Jetzt bin ich wieder da, wo ich schon mal war. Es sieht aber anders aus. Und ich habe die Fackel immer noch. Aus der ersten Arena. Also, ich habe 3 Kampfarenen und eine Fallenarena gehabt. Und habe tatsächlich noch die Fackel. Komme ich jetzt hier zurück? Ich komme hier zurück. Das ist ja interessant. Nee, komme ich nicht, weil hier war der Fahrstuhl. Stimmt. Der Fahrstuhl. Ach so, ich suche übrigens immer noch einen Steckbrief. Der Fahrstuhl ist nicht zu benutzen. Ich suche immer noch einen Steckbrief. Ist der jetzt vielleicht hier unten drin? Hier war ja letztlich das Kartenteil. Also letztens das Kartenteil. Wie zu? Oh, ich dachte, ich bekomme nochmal was Schönes. Für den Kampf gegen Rubik. So ein Panzer wäre irgendwie nett. Und eine Privatarmee. Ich laufe mal hier rum, weil es gab hier ja zumindest ein Fallenteil, als ich zuletzt hier war. Vielleicht gibt es ja jetzt 2. Oder es gibt einfach gar nichts, weil ich sehe nichts. Oh. Das ist ätzend. Jetzt renne ich hier durch und habe nichts gefunden. Ist hier hinten... Also, ist hinter der Doppeltür jetzt nicht diese Halle gewesen, wo es rechts zum Speichern ging, in so einer Ersatzzuflucht? Es war doch hier, oder? Ja, es war hier. Ist jetzt hier links irgendwas? Nein. Dann gehe ich mal hier in meine private Zuflucht. Vielleicht hängt jetzt der Steckbrief hier. Der Stuhl ist weg. Oh je. Aber ich kann hier speichern. Okay, ich guck mal gerade, ob hier irgendwo der Steckbrief rumliegt, rumhängt oder irgendwas. Und falls der nicht hier ist, und das sieht so aus, als wäre der nicht da. Also ich werde auf jeden Fall jetzt hier speichern und dann ist das Video auch zu Ende. Es ist schon wieder viel zu lang. Und weiter geht's dann hier im nächsten Teil. Bis dahin.